is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Satan verdoppelt seine Anstrengungen. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus. Die Macht und Bosheit Satans und seiner Herrscharen würden uns zu Recht erschrecken, wenn wir nicht in der überlegenen Macht unseres Erlösers Zuflucht und Rettung fänden. Wir sichern unsere Häuser sorgfältig mit Riegeln und Schlössern, um unser Eigentum und unser Leben vor bösen Menschen zu schützen. Aber nur selten denken wir an die bösen Engel, die ständig den Zugang zu uns suchen und gegen deren Angriffe wir uns aus eigener Kraft überhaupt nicht verteidigen können. Wenn man es zulässt, dann können sie unseren Geist ablenken, unseren Körper in seiner Ordnung stören und quälen, unser Eigentum und unser Leben zerstören. Sie freuen sich an nichts anderem als an Leid und Zerstörung. Furchtbar sind alle dran, die den Ansprüchen Gottes widerstehen und den Versuchungen Satans nachgeben, bis sie Gott der Herrschaft böser Geister überlässt. Alle aber, die Christus nachfolgen, sind unter seinem Schutz immer geborgen. Überaus starke Engel werden zu ihrem Schutz vom Himmel entsandt. Der Böse kann die Schutzwehr nicht durchbrechen, die Gott um sein Volk gelegt hat. Der große Kampf zwischen Christus und Satan, der nun seit fast 6000 Jahren ausgetragen wird, steht kurz vor dem Abschluss. Der Böse verdoppelt seine Anstrengungen, um dem Werk Christi für den Menschen eine Niederlage zu bereiten und um Seelen mit seinen Fallstricken zu fangen. Er will die Leute im Dunkeln und in der Unbußfertigkeit halten, bis das Vermittlungswerk des Heilandes abgeschlossen ist und es kein Opfer für die Sünden mehr gibt. Das ist das Ziel, das er verfolgt. Wenn keine besondere Anstrengung gemacht wird, seiner Macht zu widerstehen, wenn in der Gemeinde und in der Welt Gleichgültigkeit vorherrscht, macht sich Satan keine Sorgen. Es besteht keine Gefahr, die zu verlieren, die er nach seinem Willen gefangen führt. Aber wenn die Aufmerksamkeit auf ewige Dinge gelenkt wird und Menschen fragen, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Dann ist er auf dem Posten und versucht, seine Kraft mit der Kraft Christi zu messen. Er ist dabei, wenn Menschen sich zum Gottesdienst versammeln. Wenn auch den Blicken verborgen, arbeitet er doch mit allem Eifer darauf hin, das Denken und Fühlen der Anbeter zu beherrschen. The Lord is coming. Are you